Na, nur mit den Tiny Hands. Es ist mega spannend, sich das Ganze anzugucken. Der nächste Glitzer liegt auf dem Boden. Wie hast du den aufbekommen? Eva! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Wir machen heute eine Tiny Hands Challenge. Was auch immer das heißt. Ich weiß es nicht. Ich weiß große nicht. Überraschung. Kleine Hände. Wo kommen sie her? Ich? Du. Ach, die Hände. Nein, wo kommst du her? Felix ist heute wieder da und er macht mit mir die Tiny Hands Challenge. Claudio ist schon daran gescheitert und ich bin ganz gespannt, wie du dich schlägst. Die Tiny Hands sind einfach so kleine Hände, die man sich auf die Finger stecken kann. Jeder von uns hat zwei. Das ist super witzig damit. Und es sieht auch ziemlich unheimlich aus. Wir werden damit natürlich wieder Schleim machen. High five. Oh, ja. Wir werden Schleim machen und zwar Bilou-Glitzerschleim heute. Jeder von uns hat eine Schüssel. Da bin ich gespannt drauf. Ich habe mir mal wieder die große genommen. Ich habe die letzte Abstimmung verloren, deswegen kriege ich noch wieder die kleine Anfänger. Die Anfängerschüssel. Hab ich etwas übernommen letztes Mal. Oh, eine Runde Mitleid. Ich fand den Schleim gut. Ich auch. Meiner war besser. Also momentan führst du bei den Abstimmungen zwischen uns. 2-1. Mal gucken, wer diese Woche gewinnt. Ihr könnt natürlich wieder abstimmen, wer von uns den besten Bilou-Glitzer-Slime mit den Tiny Hands macht. Ja. Es gibt zweierlei Bilou, Snow Rose und... Und Frosty Mint. Die Regel ist, alle Schleimzutaten dürfen nur mit den Tiny Hands benutzt werden. Mhm. Und los geht's mit dem Kleber. Aber den Kleber kriegt man natürlich nicht auf, deswegen... Na, nur mit den Tiny Hands. Ja, hier. Das geht nicht. Na. Der ist ja auch noch gar nicht auf. Richtig. Der geht auch nicht auf. So. So. Nur mit Tiny Hands. Geschafft. Na dann mal los. Ich habe Angst um meine Klamotten. Oh Gott. Das wird nicht gut gehen. Okay, es ist ja nicht gesagt worden, wie viel Slime man. Hauptsache ist was drin. Hauptsache es ist Slime. Wie? Nein. Nein. Was ist Claudio dabei passiert? Ich glaube, Claudio hat das gar nicht gemacht. Ich glaube, wir hatten schon den Kleber drin. Was? So. Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen wollt, wie das ist zu Hause, benutzt einfach mal nur eure Zeigefinger für alles. Ja. Keine Daumen, aber hier sind keine aber weiteren. Noch weitere Handflächen dran. Ja. Noch ein bisschen was anderes, aber ja, so vom... könnt ihr dann euch vorstellen, wie schwierig das ist. Ich nehme Frosty Mint, wenn es geht. Mach das. Frosty Mint. Ich nehme schon mal... Okay, wie kriege ich das jetzt auf? Ich nehme schon mal den Glitzer. Darf ich meinen Ellenbogen benutzen? Nein. Was? Hast du schon mal Bilou mit deinen Hands benutzt? Teamwork. Ich drücke. Gucken, ob das überhaupt geht. Ich glaube nicht. Ach, du benutzt deine Hand. Es geht nicht. Ich glaube, das Bilou ist leer. Mann, das funktioniert mal wie eine Deo-Flasche. Okay, das ist nicht leer. Versuch mal mit dem Snow Rose dann. Scheint es das leer? Es fühlt sich, es ist eigentlich so schwer, dass es nicht leer sein darf. Das ist leer. Sehr das traurig. Das war's mit Frosty Mint. Das war's mit Frosty Mint. Weiter geht gibt es mit es noch Snow Neues Rose. Generell im Laden? Das weiß das ich noch? Nicht. Doch, das gibt es noch. Das ist eine gute Sorte. Das ist mega spannend, sich das Ganze anzugucken. Wie drückt man hier denn drauf? Da? Ja. Das rutscht. Oh ja! Da ist Bilou. Puste mal dagegen. Ich glaube, es ist auch nicht giftig. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung bisher. Auf jeden Fall, das Studio riecht schon mal gut. Okay, das erste... Ich finde... Nee. Der nächste Glitzer liegt auf dem Boden. Ich mache mal so schwarzen Schleim.
Wie hast du den aufbekommen? Eva! Du betrügst! Hast du nichts gelernt? Woraus? Aus deiner Bestrafung. Das war nicht, weil ich betrogen habe, das war aus anderen Gründen. Ich kann unten festhalten. Lass mich so abgedreht werden? Das muss abgedreht werden, ja. Klappt das dann nicht? Doch. Ja. Oh mein Gott, es geht. Nein! Ups. Okay. Ups, hier kannst du den Rest haben. Ich möchte. Ich lerne aus meinen Fehlern. Ich sollte nicht. Ich wollte ja auch gar nicht so viel. Guck mal, die Hälfte ist bei mir drin gelandet. Tja, jetzt noch ein bisschen Gold. Da musst du, glaube ich, nur die Öffnung aufkriegen. Mit dem Daumen. Mit dem Daumen. Kontaktlinsenlösung. Es geht hier nichts. Kontaktlinsenlösung ist drin. So. Funkel, Funkel. So ein Mist. Tröpfchen, Tröpfchen, Tröpfchen. Ich kann die Flasche ja nicht drücken. Oh. Nein! Da die jetzt eh schon eklig sind, kann ich auch schon mal umrühren. Mein Schleim wird total gut. Es wird ein perfekter. Wow, meine ist einfach furchtbar. Ich habe es in den Haaren. Können ich kann mir leider nicht helfen. Meine Tiny Hands sind im Schleim eingewickelt. Okay. Aber ich kann es mit den. Oh, oh. Das ist das Beste. Kannst du das hier einfach? Ich nehme das rum. So. Ja. Das war schon. Das war schon, ist schon drin. Okay, und jetzt Sprudelzeug. Na? Es klebt nicht mehr. So darfst du das nicht. Wie hast du das da reinbekommen? Gekippt. So ein Tröpfchen rein. Oh nein. Hier wird viel sauber gemacht gleich. So? Ja. Nein! Oh nein. Ich brauche von irgendetwas mehr. 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 Pulver. Pulver? Ich glaube eher mehr. Rühren. Mehr rühren? Mehr rühren. Rühren, rühren, rühren. Okay. Mehr Flüssigkeit. Hast du das vorne zugemacht? Das ist. Mit Schleim. Mit Schleim. Ja. Das war ja keine Absicht. Toll. Ah, ist aber immer noch sehr, sehr flüssig und klebrig. Stimmt nicht für mich ab. Oh. Also, ihr könnt für mich abstimmen, aber es wäre gelogen. Das ist hübscher Vanilleslime. Außer ihr seht es wirklich so. Aber. Ich meine, Eva ist super schön in grün. Mhm. Also falls ihr grün nicht mögt, stimmt für mich ab. Nenne ihn Slytherin-Slime. Meiner ist der Vanille-Slime. Vanille-Slime. Wir können ja zwei Abstimmungen machen. Einmal, welcher Schleim gewonnen hat und wer die Tiny Hands effektiver genutzt hat. Ich glaube, diese Tiny Hands können wir danach wegwerfen. Die kann man waschen, die kommen einfach in die Spülmaschine. Oh, Subi. Wo gibt es Tiny Hands zu kaufen? Auf jeden Fall im Internet. Ich habe die so im Laden tatsächlich noch nicht gesehen. Oh. Wenn ihr mehr wisst, schreibt es uns auf jeden Fall unten in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwelche Läden kennt, wo es Tiny Hands gibt. Und, Was? Du hast so viel Slime. Meiner ist so richtig mini. Ja, ich habe es mit dem Bastelkleber bisher hinbekommen. Also, stimmt auf jeden Fall ab, welcher Slime gefällt euch besser. Mein grüner Slime oder der Slime, der hier gerade den Tisch sauber macht. Und dadurch Multifunktions-Slime. Vanille-Slime. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben da lassen. Unsere und Tiny Hands. Tiny Hands nach oben. Genau, Tiny Hands. Und natürlich. Und natürlich den Kanal abonnieren, nicht vergessen. Und aufs kleine Glöckchen drücken. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss.